Ich bin die Arina und im Verein bin ich die Leitung des Jugendclubs. Der hat sich letztes Jahr gegründet bei uns im Frühling letztes Jahr. Und da habe ich die Leitung übernommen und den Jugendclub komplett mit aufgebaut. Wir haben beim BLSV davon mitbekommen, dass es eben den Quantensprung-Wettbewerb gibt. Der war ausgelegt für innovative Projekte in den Vereinen und da haben wir sofort an unseren Jugendclub gedacht, weil das unserer Meinung nach ein innovatives Projekt ist, gerade eben auch über die App. Das gab es bei uns im Verein noch gar nicht, dass man die Möglichkeit hatte, über eine App sich anzumelden. Und deswegen haben wir da auch in der Sparte uns beworben und genau, sind dafür dann auch ausgezeichnet worden. Das war so, wir haben bei uns im Verein gibt's ein Kinderprogramm. Es geht von einem Jahr bis hin zu 10 Jahre. Und danach stehen die Kinder mehr oder weniger ohne Sportangebot da. Und dann bei uns entweder in den Abteilungen oder im Fitnessstudio bei uns im MTV gehen die meisten Kurse oder Programme erst ab 15, 16 Jahre los. Und da haben wir uns gefragt, okay, in der Lücke zwischendrin, entweder verlieren wir die Kinder als Mitglieder oder auch für die Kinder ist es der Schwierigste, stehen dann komplett ohne Sportangebot da, wenn sie es wöchentlich gewohnt sind, zum Sport zu gehen. So ist dann die Idee des Jugendclubs entstanden, weil wir uns gedacht haben, okay, die Kinder wollen wir irgendwie auch bei uns im Verein behalten und denen dann so ein sportliches Angebot machen. Genau, und so ist die Idee zum Jugendclub entstanden. Ja, die Hürden waren zum einen, gerade in der Altersgruppe von 10 bis 15 Jahren war es uns bewusst, dass die Kinder eben viel in der Schule zu tun haben, auch mal, dass sich das dann wöchentlich ändern kann, wenn sie in der einen Woche 3 Tests haben, in der anderen Woche keinen beispielsweise, oder auch mit anderen Hobbys, wenn sie vielleicht noch ein Musikinstrument lernen oder andere Sportarten, dass sie da dann relativ wenig Freizeit haben. Deswegen wollten wir das Angebot so flexibel wie möglich gestalten, haben uns dafür dann entschieden, das Ganze über ein digitales Anmeldeverfahren auf jeden Fall laufen zu lassen, also dass nicht die Eltern das Kind einmal anmelden und dann wird eine wöchentliche, regelmäßige Teilnahme erwartet, sondern wir wollten, dass die Kinder, entweder die Kinder oder die Eltern, wöchentlich neu entscheiden können, klappt bei mir diese Woche oder klappt es nicht. Und dafür haben wir eben ein Anmeldeverfahren gebraucht, sind dann zuerst über Doodle gegangen oder teilweise WhatsApp gab es dann ja auch schon die Funktion, dass man Umfragen starten kann. Das war uns aber alles auch im Hinblick auf Datenschutz ein bisschen zu schwierig zum Handeln, auch für uns als Trainerteam oder als Organisationsteam. Und so sind wir dann auf die Vereinsticket-App gestoßen und haben dann auch festgestellt, dass das der passende Weg für uns ist, die Anmeldung so vorzunehmen. Also der eine Vorteil für die Kinder ist, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass die sich auch teilweise, wir haben immer so die Regelung, bis 3 Stunden davor vor dem Kurs können sie sich noch an- und abmelden. Auch wenn sie jetzt merken, mit der Schule klappt es an dem heutigen Tag doch nicht, einfach wieder abgemeldet von der App. Es wäre halt, wenn man sich beispielsweise über die Homepage bei uns für einen wöchentlichen Kurs anmeldet, eher schwierig, sich da so flexibel noch abzumelden oder anzumelden, wenn man denkt, es klappt doch, ich komme heute doch in den Kurs, ich melde mich spontan noch an. Das war ein riesiger Vorteil für die Kinder, dass sie da einfach über 2 Klicks in der App sich da spontan entscheiden können. Aber auch für uns als Trainerteam, wir schauen kurz vor dem Kurs nochmal rein, haben bei uns auch alle die App am Handy und sehen, okay, es sind so viele Kinder im Kurs angemeldet, ich plane heute das und das. Oder ich kann spontan nochmal umschwenken, weil es sind doch 5 mehr als geplant, dann können wir doch das und das spielen, das man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also für beide Seiten hat das riesige Vorteile mit der App, ja. Ja, also die Resonanz war durchweg eigentlich echt positiv. Wir haben auch ein Anmeldungsdokument dann erstellt, das wir den Eltern immer mitgeben. Auch wenn neue Kinder dazukommen, geben wir das den Eltern gleich an die Hand. Und man muss auch sagen, dass jetzt die Altersgruppe von unseren Teilnehmern, die Eltern, sind alle recht technikaffin. Also die sind wir bis jetzt nur auf positive Resonanz gestoßen. Und sollte mal irgendwas sein, dann konnte man das auch in der Stunde selber den Eltern nochmal erklären und die Probleme auch gut lösen. Also gerade für die Altersgruppe 10 bis 15 Jahre so flexibel das Angebot wie möglich gestalten. Einfach offen sein, Neues. Also wenn sich am Anfang, wie gesagt, mit der App zum Beispiel, waren wir uns auch jetzt nicht ganz sicher. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Bei uns hat es glücklicherweise geklappt. Es hätte ja auch sein können, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder sagen, nee, ist gar nichts für uns. Oder auch die Übungsleiter
dass sie sagen, wir möchten uns die App nicht aufs Handy laden, das ist ja trotzdem das private Smartphone, mit dem wir arbeiten, haben wir einfach ausprobiert. In unserem Fall hat es zum Glück geklappt. Ja, da vielleicht dem erstmal offen gegenüberstehen, als von vornherein zu sagen, nein, die App lädt sich ja sowieso keiner runter oder in den Jugendclub kommt sowieso keiner, wenn die Zeiten so flexibel sind. Wir glauben, dass feste Zeiten besser sind. Also einfach mal ausprobieren und dann zur Not könnte man das Konzept ja verändern. Nee, unsere weiteren Projekte, wir bieten immer in den Ferien Ferien-Specials an. Das sind jetzt für die anstehenden Faschingsferien und auch Osterferien sind schon zwei Aktionen geplant. Und zwar zum einen gehen wir zum Orientierungslauf, wie so eine Art Schnitzeljagd hier bei uns am Gelände. Und in den Osterferien wollen wir Bogenschießen gehen. Da versuchen wir auch immer mit Bamberger Vereinen, also aus der Region oder beispielsweise auch Abteilungen bei uns im Verein mit einzubinden, aktiv in die Ferien-Specials, weil wir uns davon vielleicht auch ein bisschen erhoffen oder wünschen, dass das ein oder andere Kind oder ein oder andere Jugendliche sieht, ah, okay, Orientierungslauf beispielsweise gefällt mir auch ganz gut. Oder in den Weihnachtsferien hatten wir mit der Kickbox-Abteilung eine Zusammenarbeit, dass da vielleicht dann neue Kinder so beispielsweise jetzt auf Kickboxen kommen. Und genau, das sind jetzt unsere weiteren Pläne. Wir möchten auch gerne noch die Mitgliederzahl erhöhen im Jugendclub. Das möchten wir schaffen dadurch, dass wir an Schulen gehen und da das, den Jugendclub vorstellen. In 2 Wochen bin ich an einer Schule bei uns im Bamberger Umkreis und da halte ich eine Sportstunde und mache so dann auf den Jugendclub aufmerksam. Und so hoffen wir uns einfach, die Mitgliederzahlen noch ein bisschen zu steigern. Insofern noch nicht so viel, um ehrlich zu sein, weil den Preis müssen wir noch ein bisschen geheim halten. Da ist am März, Anfang März, erst die Siegerehrung vom BLSV. Deswegen haben wir das an die Jugendlichen noch gar nicht so weitergegeben. Klar, gestern der Videodreh, aber da haben wir auch noch eher offen gelassen, für was der Videodreh war. Finanziell auf jeden Fall, weil wir lassen den Jugendclub komplett ohne Zusatzbeitrag laufen. Das heißt, wenn die Kinder bei uns im Verein schon Mitglied sind, was die allermeisten waren, einfach weil sie davor bei uns im Kindersport waren, schon bis sie 10 Jahre alt waren, wenn sie einmal Mitglied waren, dann ist der Jugendclub komplett kostenlos. Und das möchten wir auch gerne weiterhin so machen, weil wir uns eben dadurch erhoffen, dass wir die breite Masse ansprechen können und nicht, wenn wir da jetzt noch einen Zusatzbeitrag verlangen, dass vielleicht die ein oder andere Familie sich überlegt, ob man in den Jugendclub überhaupt gehen könnte. Und das wäre unserer Meinung nach schade, wenn dann die Kinder keinen Sport machen können, aufgrund von finanziellen Engpässen vielleicht in der Familie.